In diesem Video zeige ich euch, wie ihr kreative Kaugummitäschchen nähen könnt. Und so könnten sie aussehen. Ihr benötigt Deckel von Milchtüten oder Tetrapacks, beschichtete Baumwolle oder Wachstuch, eine Stoffschere sowie kleine Bastelschere, Vorlagen in verschiedenen Größen, Klammern, Lineal, Stift und Papierschere sowie Filzreste und Kleber. Zuerst nehmt ihr euch eure Verpackung und schneidet euch das Stück mit dem Verschluss heraus. Abwaschen und dann ca. 1-2 cm am Plastikrand entlang ausschneiden. Nun zieht ihr die farbige Außenschicht an der Vorderseite des Deckels ab. Dann nehmt ihr Papier, Lineal, Schere und Stift zur Hand und erstellt euch eure Vorlage. Die Vorlagen gibt's aber auch auf meinem Blog. Ich habe mir am unteren Stück in die Vorlage meinen Boden eingezeichnet, den ich später zusammennähen werde. Nun übertragt ihr die Vorlage auf euer Wachstuch und schneidet es zurecht. Zusammenlegen und den Deckel so positionieren, wo er für euch am besten passt. Nun auf der Rückseite einmal den Deckel und dann noch den Innenteil des Innenkreises abzeichnen. Nun mit der Bastelschere den kleinen Innenkreis ausschneiden. Nun von der Rückseite das Verschlussinnenteil durchstecken. An der Nähmaschine setze ich nun den Reißverschlussnähfuß ein. So kommt ihr schön nah um den Verschluss herum, um ihn festzunähen. Mit einem normalen Geradstich einmal außen herum nähen. Anschließend euer Teil auf die schöne Seite klappen und mit dem normalen Nähfuß weiternähen. Ihr legt euch das Teil mit der offenen Seite nach oben und näht nun rechts und links mit einem Geradstich darüber. Nun unten die Ecken umklappen und auch hier mit einem Geradstich mehrmals vernähen. Das macht ihr hier auf beiden Seiten. Reste abschneiden und durch das obere offene Teil wenden. Um mein Täschchen zu verschließen, klappe ich beide Teile vom oberen Rand nach innen und nähe hier mit einem kleinen dünnen Geradstich einmal darüber. Die Klammern könnt ihr euch zur Hilfe nehmen, damit es nicht aufgeht. Das gleiche könnt ihr so auch mit einem Dreieckstäschchen machen. Den Verschluss auch hier dicht am Rand annähen. An den zwei gegenüberliegenden Seiten mit einem Geradstich zunähen. Das Teil wenden. Danach Naht auf Naht klappen. Nach innen falten und auch hier mit einem dünnen Geradstich zusammennähen. Anschließend auch hier alle Garnreste entfernen und euer Täschchen befüllen. Ihr könnt natürlich auch kreativ werden und euch lustige Tiere oder Gesichter überlegen. Hier habe ich vor dem Zunähen einfach mit Filzresten Hörner und Ohren zugeschnitten und angenäht. Natürlich könnt ihr die Augen auch einfach ankleben. Ob Kuh, Hase oder Schweinchen, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So schnell könnt ihr kleine Täschchen aus Tetrapack-Deckeln und Wachstuch upcyclen und mit euren Kaugummis befüllen. Und nun viel Spaß beim Nachnähen!